Servus, liebe Leute, heute geht es mal darum, so viele Eismagier auf dem Feld zu haben wie möglich. Und ich denke mal, das schaffen wir auf jeden Fall easily eigentlich nicht. Aber vielleicht schaffen wir mal ein paar. Bin gespannt, wie viel wir denn effektiv rausbekommen werden von den guten Eismagiern. Machen wir hier einen Knall drauf und hauen hier ein bisschen raus. Hauen hier ein paar Skelette raus. Und ja, sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Quatschen hier erstmal alles zu mit Elixiersammlung rechts auf diese Seite, damit wir da noch einen Root choppen können. Ist eigentlich alles in Ordnung. Und ab der Nachspielzeit geht es dann halt richtig, richtig ab. Ja, bin schon gespannt drauf. Und ja, freue mich eigentlich schon richtig drauf. Cooles Spiel auf jeden Fall. Und jetzt kommt der Root-Zauber drauf. Jetzt pushen wir hier mal hinten mit einem guten alten Zap-Zauber. Hauen hier das drüber, hauen hier das drüber. Sind wir ein bisschen frei hin. Und ja, sieht eigentlich recht, recht gut aus, muss ich sagen. Sieht gut aus. Ah, jetzt mache ich sogar ein bisschen Schaden. Shit, das wollte ich nicht. Ich wollte keinen Schaden machen. Scheiße, ich wollte keinen Schaden machen. Sorry. Egal, egal. Hier die Kobolde. Boom. Erstmal setzen wir keinen. Hier setzen wir nochmal einen Elixiersammler. Ich muss ja irgendwas setzen. Tut mir kräftig leid, aber irgendwas muss ja gesetzt werden. Gut sauber, da produziere ich irgendwie noch ein bisschen mehr Elixier in einer schnelleren Zeit. Sollte man meinen, ist aber glaube ich gar nicht so traurig, aber war. Naja, schade. Die Anfangssequenzen sind eh immer recht langweilig von diesem ganzen Ding. Aber macht trotzdem echt Bock und ich habe den einen Tausch und verstauen. Scheiße, das wollte ich gar nicht. Zap-Zauber hier über die Goblins, denn die machen mir sonst einen Strich durch die Rechnung. Ne, machen sie nicht, Gott sei Dank. Alter, wie schnell gehen das jetzt gerade? Ich komme im Setzen schon fast gar nicht mehr hinterher. Wunderbar, noch ein Wutzauber drüber. Dann hier ein Elixiersammler. Wieso setzt er denn jetzt schon die Eismarke? Auch nicht, Digga. Ich bin noch gar nicht so weit mit den Eismagern. Shit. Shit. Ich wollte noch gar keine Eismarke setzen. Ja, da haben wir uns ein bisschen verplant mit den Eismagern. War, glaube ich, ein Ticken zu früh, wo er die gesetzt hat. Ich habe eigentlich gedacht, wir machen die erst einen Ticken später, aber er hat sie schon ein bisschen früher gesetzt. Naja, scheißegal. Eismarke ziehen auf jeden Fall ein bisschen rein. Haben nicht so viele auf dem Feld, wie ich mir erhofft habe bisher. Hier hauen wir einfach mal drüber einen Knall. Ich habe auch einen Knall. Rotes Gummiboot. Ja, geht eigentlich voll klar mit den Eismagern. Ohne Witz. Sieht echt cool aus mit den Eismagern. Ach, er hat noch einen Füß dabei. Macht er gar nicht schlecht. Macht er gar nicht schlecht. Jetzt geht's halt übel ab mit den Eismagern. Das ist krass. Das ist echt nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Ich habe jetzt gleich keine Elixiersammler mehr. Keine Elixiersammler mehr. Und ja, sieht eigentlich gar nicht mal so gut aus, muss ich sagen. Sieht gar nicht mal so gut aus. Müsste ich die jetzt hier setzen, damit ich noch einen Haufen einer Chance habe. Vielleicht aber auch nicht. Aber die Eismagie macht mich fertig. Blöde Eismagie. Alter, die Eismagie macht mich echt übel fertig. Ich muss halt immer wieder ein bisschen warten, bis ich irgendwas mal setzen kann. Und jetzt haben wir 4 Eismagie am Stößel. Und ja, sieht eigentlich recht passabel aus, würde ich sagen. Wutzauber können wir jetzt drüber hauen. Wutzauber. Wutzauber. Ich brauche noch ein Dings. Zauber. Da müssen wir zappen. Die kriege ich sonst nicht weg. Die kriege ich sonst nicht weg. Und da kommen nochmal 2 Eismagier hinterher. Kobolde, furchtbar eigentlich. Furchtbar. Und ich bräuchte mal ein Dings. Ein Eismagier wieder. Sehr gut, Eismagier. Eismagier Power. Und eigentlich sollte das gut laufen. Keine Ahnung, wie viele Eismagier wir mittlerweile hatten. Ich glaube, wir müssten um die 20 Stück hatten. Mindestens. Wie viel hatten wir insgesamt? Keine Ahnung. Vielleicht zähle ich das danach nochmal nach, wenn ich noch Lust und Laune habe, was ich jetzt eigentlich nicht glaube, dass ich das habe. Aber, naja, sehen wir dann mal. Viel brauchen wir eigentlich nicht mehr für den ersten Sieg hier. Gegen ihn. Hätte ich nicht für möglich gehabt, dass wir das gewinnen können. Ach komm schon, Eismagier, raff dich mal ein bisschen. Ach Gott, nee. Ich weiß gar nicht, ob wir es gewinnen werden.
Wie macht der Knallen schon? Oh Gott, das will. Ich tippe auf Unschieden oder so ausgehen, der ganze Cass. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall nicht einfach. Bockt sich auf jeden Fall das ganze Ding. So viele Eisenmagier wie möglich aufs Feld zu kriegen, ist halt das Ziel. Das große Ziel. Aber ich glaube, wir verkacken es jetzt gleich. Wenn uns nicht noch irgendwas hilft. Komm. Bei Seppen kann ich das eigentlich auch nicht alles. Sehr klar. Doppelter Sepp. Ja, ich bräuchte nochmal den doppelten Sepp. Dann könnte es klappen. Dann könnte es klappen, dass wir das hier holen. Sepp. Und wir haben es. Wir haben es, Jungs. Wir haben es. Gutes Spiel. Und ich habe nur dank dem Sepp gewonnen. Tut mir leid. Aber musste ich leider so machen. Denn sonst wäre es unentschieden ausgegangen und wäre einigermaßen okay gewesen. Also ich würde sagen, haut mal rein, bis zum nächsten Video und ciao. Für mehr, lasst ein Like da. Abo. Und ja, wir sehen uns. Hau rein. Ciao, ciao. Limba română se dă răsprin țărână cu țăranul clasic braț la braț sau de mână trage buza peste dinți fraiere cam am vrut pizze ca aia deci puie băi te-am văzut la disco ești mișto bineînțeles căutai putul ce pe GPS când ai el la bară te faci foc și pară clopă pentru tine un sap pe verticală mergi la sală ca un prost fără rost un copos nu știe că îmbrac un prost când lași geamul jos băi ai grijă ce zici că te zbor din ești cinci